Wir sind Jutta und Micha. Seit 2013 leben wir mit kurzen Unterbrechungen in unserem Wohnmobil. Mit unserem Druckerler und dem kleinen Deivel wollen wir so viel wie möglich von der Welt sehen. Wir lieben es, in unserer kleinen Küche zu kochen, genießen aber auch die landestypische Küche. Soweit es möglich ist, vermeiden wir große Stellplätze und lieben es auch mal alleine zu stehen. Gerne nehmen wir euch mit zu unseren Abenden. Eggmort. Und gleich mal ins Städtchen reingehen und mal ein paar Eindrücke von dem Städtchen sammeln und im Film festhalten. Im Übrigen, die Stadtmauer, die wir hier sehen, geht komplett um den gesamten Ort rum und ist auch begehbar. Inklusive dem Turm. Wie man gerade sieht, dass da ein Auto rauskommt. Die Stadt ist von innen komplett befahrbar. Einige wenige Tore sind für den Straßenverkehr gesperrt und nur den Fußgängern vorbehalten. Ansonsten werden wir auch gleich sehen, ist die Stadt komplett befahrbar, obwohl sehr eng. Die Stadt ist unter anderem deswegen so gut erhalten. Da wollte ein König eine Hafenstadt haben und den Zugang zum Hafen. Aber so richtig funktionierte das nicht, denn der Hafen ist versandet und somit rückte Egmont immer weiter vom Meer ab und war also auch für Angriffe total uninteressant. Und dementsprechend ist hier nie irgendwas zerstört worden. Dann gehen wir mal rein. Kommst du mit? Ich komme mit. Dann mach das doch. Selbstverständlich. Ich hätte gerade erklärt, dass hier tatsächlich Autos drin fahren. Ja. Wenn du hier im Hotel übernachtest, darfst du auch mit deinem Auto hier reinfahren. Nicht wirklich mit dem Wohnmobil, aber mit dem Auto. Okay, mit dem Wohnmobil würden wir auch nicht reinkommen. Aber bei uns in Deutschland wäre das schon komplett abgeriegelt und als riesige Fußgängerzone deklariert. Komm, wir gehen mal zu den Süßigkeiten da vorne. Jo. Damit ich meine Calaisons bekomme. Damit du deine, was? Calaisons? Calaisons. Oder Kalorien? Die haben keine Kalorien. Nein, nein, die sind keine. Nein, nein, das sind überhaupt. Diät. Das sind Diät. Diät. Ja. Calaisons. Sieht man hier. Ja. Absolutes Diät. Ja. Total fettfrei. Auch schmerzfrei. Das andere ist Seife. €10, so ein Säckchen. Die Karamell für mich nicht. Und die Orangen waren gut? Ach, nee. Aber nicht für 10 Euro. Nein. Karamell war auch okay, aber. Calaisons kosten auch 10 Euro. Das bisschen, das kleine hier. Das kleine, 110 Gramm. Bei Betreten des Ladens wird man natürlich verwöhnt. Man bekommt Plätzchen und alles Mögliche angeboten. Jetzt muss man natürlich eisern sein. Das ist der erste Laden, wenn man durch das Tor kommt. Und sobald man hier kauft, hat man ein geringfügiges Problem. Denn es folgt neben der Seife der zweite Laden. Und wenn man im ersten Laden genug Geld ausgegeben hat, dann hat man hier ein geringfügiges Problem. Entweder man gibt noch mehr Geld aus oder man verzichtet.
Auch alles komplett kalorienfrei. Der Marktplatz von Egmont. Und von hier aus kann man auch in die Kirche gehen. Ich gebe zu, irgendwie habe ich das vermisst. Zu der Speisekarte und dem Essen werde ich hinter den Polarsteps noch so einiges schreiben, was ich hier im Film nicht unterbringen kann. Gefallen hat, dann like das Video, abonniert den Kanal und drückt die Glocke.